Teriyaki Sauce. Wir haben gehackte Chilischoten, Sesam, Kern, Zucker, Ingwer und gehackte Knoblauch. Sojasauce auf jeden Fall. Bei den Grundzutaten und Austernsauce. Knoblauch, Chili, kommt Ingwer. Heiße Pfanne ohne Öl. Ja. Wir warten, bis Grundaroma kommt und danach Sojasauce. Und dann kommen die Oyster. Ein bisschen rühren und kurz reduzieren. Zucker dazu. Und zum Schluss das geröstete Sesamkern. Jetzt ist fertig, selber gemachte Teriyaki-Sauce. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de